Dann legen wir gleich los, weil wir haben ja eine enge Timeline. Mein erster Gast heute ist Jonas Blatt-Hansen. Jonas ist bekannt als Vordenker im Bereich Intranet und war lange Director of Corporate Communications bei Arla Foods in Dänemark. Hi Jonas. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ja, kein Problem. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns. Wenn du möchtest, kannst du jetzt deinen Bildschirm teilen und dann übergebe ich sozusagen an dich. Augenblick. Kein Problem. Wenn mein MacBook das erlaubt, das war gerade die Frage hier. Das ist jetzt unsere aller Herausforderung dieses Jahr mit den digitalen Tools. Genau, so fängt es immer an. System Preferences, das ist ja toll. Da. Das will es einfach nicht, das erlaubt es einfach nicht. Ja. Warte mal. Ich gebe es noch eine Chance, sonst musst du, Sina, die... Ja, ansonsten, ich suche schon mal die Präsentation raus, kein Problem. Ich muss es einmal, dann muss ich einmal wieder raus und rein, sieht es so aus, Augenblick. Kein Problem, ein bisschen Zeit haben wir. Ich suche die mal schon mal parallel. Was Sie mir übrigens auch gerne in den Chat posten können, sind Themen, die Sie noch interessieren würden im Rahmen des Themas Intranet, aber auch so für zukünftige Webinare. Das ist auch immer besonders interessant für uns. Ich suche mal parallel die Präsentation, nicht, dass Sie sich wundern. Ah, jetzt. Ich bin wieder da. Ja, wir sehen auch dein Bild. Ja, dein Bildschirm. Jetzt wieder. Ja, bist da? Ja. Ah, toll, schön. Ja, so fängt es ja immer an heutzutage. Ist nicht richtig, wenn man zu Hause im Homeoffice sitzt. Das Spannendste ist, ob das jetzt auch alles funktioniert. Soll ich einfach loslegen, Sina? Ja, super gerne. Wenn du möchtest, kannst du deine Kamera noch wieder anmachen. Dann sieht man dich auch noch wieder. Sieht man auch nicht. Augenblick. Das mache ich sofort. Wenn's da. Da bin ich. Ja, perfekt. Super. Ja, funktioniert. Und jetzt mache ich die Präsentation an. So? Ja, perfekt. Gut, super, gut. Ja, dann habe ich 20 Minuten. Vielen Dank für die Einladung. Den Tag des Intranets zu eröffnen, ist mir eine große Ehre, denn Intranet ist für mich eigentlich eine Herzensangelegenheit. Ist immer für mich ist das Intranet immer eine Möglichkeit gewesen, gute interne Kommunikation eigentlich zu liefern. Ich werde aber nicht so sehr viel über das Intranet jetzt sprechen, denn ich möchte eher so ein bisschen holistisch jetzt die Kommunikation angehen und zwar ein bisschen darüber sprechen, was sind jetzt eigentlich die Jobs to be done in der internen Kommunikationsabteilung, was natürlich auch viel mehr als ein Intranet ist. Intranet ist ja ein gutes Tool, aber wir müssen mal ein bisschen über den Rand auch schauen und sehen, ja, wie sieht es eigentlich aus, was ist eigentlich passiert in den letzten Jahren und welche Möglichkeiten gibt es eigentlich für die interne Kommunikationsabteilung sozusagen. Und ein bisschen über mich vielleicht. Ich bin schon seit 15 Jahren in der internen Kommunikationswelt unterwegs, halte lieben gerne Vorträge, berate Unternehmen und so weiter. Und seitdem ich 8 Jahre war, habe ich eigentlich so eine Art Passion für Technologie bekommen, seitdem ich damals, als ich 8 war, ein Atari von meinem Vater bekam. Heutzutage ist es ja nichts Besonderes. Heute hat man ja schon ein iPad, wenn man 1 Jahr alt wird. Aber damals war das schon was Besonderes. Und ich glaube, das hat auch das bewirkt, dass ich mich damals, als ich anfing in meiner Berufskarriere, habe ich mich sofort gewundert, dass wenn man so intuitiv Spielsoftware entwickeln kann, wieso war das dann so immer so schlimm und so schlecht gestaltet, wenn man ins Intranet sollte im Unternehmen. Ich habe 17 Jahre in Flensburg gewohnt. Und bin merkwürdigerweise leidenschaftlicher FC Köln-Fan. Wahrscheinlich, weil damals in den 80ern einige Dänen da gespielt haben. Ich bin nämlich Deutscher und Däne und wohne jetzt schon seit, ich glaube, ein Vierteljahrhundert in Kopenhagen, wo ich dann
bei der Dänischen Bahn 6 Jahre gearbeitet habe, wo ich dann in der internen Kommunikation beschäftigt war, sehr viel im operationellen Bereich. Und bin dann zu Arla Foods gegangen, was viele von euch wahrscheinlich kennt, die Molkerei, die ist auch ganz groß in Deutschland, wo ich zuerst dafür zuständig war, neue digitale Kommunikationskanäle zu entwickeln. Und dann habe ich dann danach letztendlich die globale interne Kommunikation in Arla dann übernommen. Ja, so viel über meine Erfahrung. Und nach Arla habe ich dann meine eigene Firma gegründet, die heißt Inversus, eine digitale Kommunikationsberatung, wo ich die Kernfrage gestellt habe, wie kriegen wir es gemeinsam besser hin? Weil es ist für mich das Wichtigste heute, ist eigentlich herauszufinden, was gibt es eigentlich zu tun für die interne Kommunikationsabteilung, um diese Frage zu beantworten, damit die Organisation diese Frage zusammen beantworten kann. Und dann auch darüber hinaus bin ich auch mit Connect Minds zusammen und moderiere solche Peer-to-Peer-Networking-Gruppen in Deutschland jetzt, in Hamburg, in Köln, in Stuttgart und in München. So, das war so ein bisschen die Werbung und ein bisschen über mich. Das ist das, was wir wo wir heute ein bisschen drauf schauen müssen. Das ist erstens die Evolution der internen Kommunikation. Was ist eigentlich passiert? Wir gehen nicht zur Steinzeit zurück. Wir brauchen nur 15 Jahre zurückzugehen, um zu sehen, was ist eigentlich passiert und wie hat sich das Ganze eigentlich entwickelt. Dann gucken wir ein bisschen über die interne Kommunikation und das, was ich die Experience Economy nenne. Und letztlich gucken wir drauf, was die Jobs to be done in der internen Kommunikation dann eigentlich sind. Gut. Das hier ist ja das, was wir eigentlich alles geworden sind, ne? Also wir sind solche Smombies hier und wir erleben sozusagen unser Leben erleben wir 3 Stunden am Tag so ungefähr durch unser Smartphone. Das gab es als ich anfing, vor 15 Jahren, das gab es da überhaupt noch nicht. Also da gab es Nokia und da konnte man mit seinem Telefon Menschen anrufen. Und heute ist es für uns sozusagen eine Allzweckwaffe für alles. Und das hat viel verändert, das hat Unternehmen verändert, das hat unsere Erwartungshaltung zur Kommunikation verändert und es hat auch uns verändert. Zum Beispiel, ich meine, wir wollen, also Langeweile gibt es ja nicht mehr heute. Es gibt immer was Interessanteres, was man sich anschauen kann. Das heißt, wenn irgendwas, also wieso sollte man sich einen langweiligen Strategieartikel lesen, wenn man nach Facebook gehen kann und eine Katze sehen kann, die auf einer Schildkröte reitet? Das ist ja die Konkurrenz, die wir heute haben, auch als interne Kommunikationsfachleute sozusagen. Es ist ja das passiert, seitdem ich aufgewachsen bin, also als Generation Xer sozusagen, da ist ja das passiert, es ist eine Explosion an Vielzahl von Kanälen und Devices einfach passiert. Das heißt, wir als interne Kommunikationsfachleute sind ja auch jetzt in einem Boot mit Netflix, YouTube, WhatsApp, Facebook und so weiter und so weiter. Und wir müssen herausfinden, wie kommen wir damit zurecht? Das ist eine neue Herausforderung, die keiner vor uns schon hatte. Und wir haben ja neue Generationen, die auf dem Weg sind, die schon auf dem Arbeitsmarkt sind. Ich muss ja leider feststellen, dass ich jetzt nicht mehr der Jüngste bin, sondern meine Kinder machen die neue Generation aus und die zeigen mir schon, wie sie lernen, zum Beispiel, dass sie innerhalb von kürzester Zeit sich ein YouTube-Video angucken und dann wissen sie sofort, wie die so einen Zauberwürfel drehen können. Und wie wir hier sehen, wundern sie sich auch, was das eigentlich ist, was da an der Wand hängt. Der Große weiß das zwar und erzählt dann dem Kleinen, dass es praktisch ein Telefon ist und das praktisch auch noch funktioniert. Und das zeigt mir alles, dass es eine neue Generation ist, die neue Erwartungen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass, wie ich damals mit meinem Atari unterwegs war und Erwartungen hatte zum Arbeitsplatz, dass diese kleinen Kinder hier auch ganz andere Erwartungen zum Beispiel zum Intranet haben und auch zu anderen digitalen Tools, die wir dann letztlich anbieten werden. Und last but not least haben wir ja auch Covid-19, womit wir heute zu kämpfen haben. Und das hat ja ganz, ganz viel, ganz, ganz schnell transformiert. Und ich würde sagen, so tragisch, wie das jetzt auch alles ist, genauso viele Möglichkeiten hat es ja eigentlich auch für die interne Kommunikation jetzt gegeben. Und interne Kommunikation ist ja jetzt wirklich auf den Prüfstand gekommen. Und einige Unternehmen haben gesehen, ja, uns fehlt was. Und andere haben gesehen, ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Vielleicht sollten wir mehr davon haben. Das habe ich auch oft öfters gehört. Was aber ganz sicher für mich ist, ist, dass wir werden es nicht schaffen, die Herausforderungen, die wir heute im 21. Jahrhundert haben, mit einem Mindset aus dem 20. Jahrhundert zu meistern. Und was ich damit meine, ist eigentlich, dass
Wenn wir so die klassische Organisationsstruktur sehen, die eigentlich damals in den 1950ern entstanden ist, das ist natürlich jetzt ein bisschen humoristisch gesehen, aber das ist so, wie sich das manchmal anfühlt, wenn man in einer Organisation, die klassisch aufgebaut worden ist, im 21. Jahrhundert angekommen ist und sich noch nicht verändert hat. Es gibt nicht die großen Möglichkeiten, große Ideen, mit großen Ideen durchzukommen, weil die Organisation einfach wie heißt sowas, auf Effizienz fokussiert ist. Es ging damals in den 50ern darum, Produkte zu produzieren, so schnell und effizient wie möglich. Und Innovation und so weiter, das hatte man vielleicht einmal alle 10 Jahre, aber das musste ja nicht die ganze Zeit sein, da musste man mehr fokussiert sein. Das ist jetzt auf einem Prüfstand, das brauchen wir nicht. Die Welt ist so komplex geworden, wir brauchen mehr Innovation. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum diese Organisationsform ist einer der Gründe, warum wir so wenig Leidenschaft in der Organisation heute sehen. In Deutschland sind es 15%, die leidenschaftlich bei der Arbeit engagiert sind. In Dänemark sind es 16%, also 1% besser. Aber es zeigt, eine Tendenz ist, wir sind also total leidenschaftlich an Arbeit sind wir nicht. Und das ist natürlich es sagt was über unsere Frustration aus, die wir vielleicht auch am Arbeitsplatz haben. Was ich glaube, was wir machen sollen, ist, wir müssen mehr, als interne Kommunikationsfachleute müssen wir helfen, mehr Kontext ins Spiel zu bringen. Das heißt, wir müssen mehr Verständnis füreinander aufbringen in der Organisation. Wir müssen praktisch Vermittler oder Moderator sein zwischen Führungskraft und Mitarbeiter und so weiter, damit wir uns verstehen können. Wir brauchen Vertrauen, also Führungskräfte brauchen Gefolgschaft, Mitarbeiter brauchen Vertrauen, dass sie das auch manchmal etwas tun können, dass sie etwas beschließen dürfen, ohne eine Führungskraft zu fragen. Und es braucht Flow, also es braucht einfach eine Möglichkeit. Wir haben keine Zeit dazu, jetzt 2,5 Stunden am Tag, wie viele jetzt gerade immer noch tun, 2,5 Stunden am Tag daran verbrauchen, Informationen aufzusuchen im Internet zum Beispiel. Wir brauchen digitale Tools, die uns dabei helfen, dieses Workflow aufzubauen im Alltag. Und für uns in der internen Kommunikation, glaube ich, braucht es dieses hier. Es braucht ein größeres Fokus auf Inspiration, Moderation und Menschlichkeit. Und ich glaube, ich provoziere nicht viele, wenn ich sage, dass die mir herkömmliche Art der internen Kommunikation ist mehr auf Information fokussiert, ist mehr auf Produktion von Content produziert und es ist mehr corporate. Was wir jetzt brauchen, ist, wir müssen einander inspirieren, wir müssen mehr moderieren zwischen Menschen, wir müssen nicht alles reproduzieren, sondern wir müssen Menschen zusammenbringen in der Organisation. Und es muss menschlich sein. Das meine ich ja, das muss nicht immer von uns kommuniziert sein. Das darf gerne von der Führungskraft selbst kommuniziert werden und so weiter und so weiter. Und ich glaube, diese Pyramide oder die Wertschöpfungspyramide, die Gary Hamel und Michel Zanini vor 2 Wochen eigentlich in ihrem neuesten Buch herausgegeben haben, sagt es eigentlich ganz, ganz, ganz gut. Die sagen, was braucht man eigentlich in der Organisation, um Werte zu schaffen heute? Und da haben sie einfach Gehorsam, Sorgfalt und Sachverstand so als Notwendigkeit hergestellt und Initiative, Kreativität und Mut als eigentlich die neue Wertschöpfungskette sozusagen. Und ich habe ein bisschen draufgebaut. Ich hatte vor einer Woche mit diesem Zanini einen Austausch und er sagte mir, dass das, was ich jetzt gemacht habe, nicht ganz falsch ist. Und zwar, dass wenn wir so ein bisschen draufschauen, ja, was ist das eigentlich? Was ist das, die dominierende Kommunikationsform, wenn wir hier über Gehorsamkeit und Sorgfalt und Sachverstand reden? Ja, dann ist es meistens Information, es ist meistens One Way. Es ist notwendige Information sozusagen. Aber was wir brauchen, wie wir jetzt die obere Schicht der Pyramide jetzt unterstützen in der internen Kommunikation, ist, indem wir mehr auf Inspiration fokussiert sind und mehr darauf fokussiert sind, dass die Kommunikation eigentlich aus allen Directions sozusagen kommt. Und das ist da, wo die Wertschöpfung eigentlich entsteht. Ein paar Beispiele, wie man das machen könnte, habe ich mitgenommen. Ala zum Beispiel, wo ich gearbeitet habe, hat zum Beispiel diese TED Talks, wo man 20 Minuten redet, ohne langweilige Slides und so weiter, haben sie konvertiert in einem Cal Talk, weil die hatten ein Transformationsprogramm, das damals Calcium hieß, wo alle Executive auf diesem grünen Spot standen und haben einfach interessante Präsentationen gemacht, also mit persönlichen Geschichten und in einem übergeordneten Thema. Und das war alles sehr interessant, sehr erfolgreich. Ich habe bei der Dänischen Bahn damals
ein Netzwerk aufgebaut von Grund auf, wo die Mitarbeiter einander inspiriert haben, wo wir einfach die Werte als eine Art Topic gehabt haben, die Unternehmenswerte, und die Mitarbeiter konnten dann teilen, was machen sie denn eigentlich in Bezug zu diesen Werten. Und da kamen Geschichten auf, die wir selbst natürlich in der internen Kommunikationsabteilung überhaupt nicht erfinden konnten. Diese Geschichten waren viel besser und viel emotionaler, viel menschlicher. Und es war einfach besser, es war kontextuell besser. Wir konnten die Werte jetzt plötzlich viel besser im richtigen Kontext vermitteln. Bei BMW hat man es versucht mit Moderation von Dialogen, mit meinem guten Geschäftspartner Johannes C., der einen Our Job to be Done Podcast hat, was auch ganz erfolgreich war. Kann euch nur empfehlen, seine Podcasts mal anzuhören. Das ist auch eine ganz besondere Methode, die man da macht. Aber es geht wieder darum, mit Dialogen einfach sich besser verstehen zu können. Gut, das war so die Evolution, ganz kurz gehalten. Wie sieht die interne Kommunikation eigentlich aus? Und das, was ich die Experience Economy nenne. Wir reden ja sehr viel über Employee Experience zurzeit. Ich habe versucht, so eine kleine Übersicht zu gestalten mit den Themen, die ich so für wichtig finde, die in der Employee Experience liegen. Und ich würde sagen, da spielt die interne Kommunikation ja eine wichtige Rolle. Sie nimmt nicht die ganze Rolle ein, aber wir spielen zusammen mit ganz vielen anderen Abteilungen, mit HR, mit Marketing, mit Sales und so weiter, haben wir alle eine Rolle hier zu spielen. Und das ist eine neue Erfahrung für euch, für uns, glaube ich, unseren Platz in diesem Gebiet zu finden. Ich komme gleich noch mal später gleich darauf zu sprechen, was man dann ganz genau da finden kann. Das ist aber so für mich das Traumergebnis einer guten Employee Experience, nämlich wenn ein engagierter Mitarbeiter Mehrwert für die Firma sowohl als auch für die Kunden dann letztendlich liefert. Und das ist, was Southwest zum Beispiel mit ihren Mitarbeitern schafft, denn die Mitarbeiter sind zum Beispiel Viele Mitarbeiter sind zum Beispiel aus einer Kraft erzählen sie einfach oder machen eine wahnsinnig gute und unterhaltsame Safety in Flight, also Safety Announcement in den Flugzeugen. Ist alles lustig und so weiter, aber Southwest wollte auch gerne mal wissen, was bringt uns das eigentlich? Und haben dann herausgefunden, dass die Kunden, die das erleben, loyaler werden. Und letztendlich haben sie herausgefunden, es gibt den 150 Millionen, 140 Millionen Dollar mehr Umsatz jedes Jahr. Also es macht Sinn, und Southwest ist auch, wenn ihr mal ein bisschen researched Southwest auch sehr, sehr gut darin, mitarbeiterorientierte Kommunikation zu machen. Sie haben zum Beispiel Mitarbeiterblog und so weiter und so weiter. Die machen da ganz gute Sachen. Die Herausforderung, mit interner Kommunikation und Employee Experience zu gelingen, ist für mich eigentlich, dass wir sehr oft diese silobezogene KPIs haben. Nicht nur in der internen Kommunikation, sondern überall in der Organisation. Das heißt, dass wir wahrscheinlich davon auch ein bisschen geblendet werden. Das heißt, wir könnten praktisch alle unsere KPIs erreichen, aber letztendlich macht das keinen Unterschied für die Firma. Hier ist ein Beispiel, wie das aussehen könnte. Und zwar, wenn wir jetzt in der Kommunikationsabteilung sind, sehe ich sehr oft, dass das, was wir eigentlich messen, ist unser Output, das, was wir kommunizieren, und manchmal unsere Outtakes. Das heißt, wird das jetzt gelesen, das, was wir produzieren, und wird das auch verstanden? Aber die Outcomes, also was man eigentlich damit tut und den Impact, da fehlt noch was, würde ich sagen. Also wozu führt unser Output eigentlich? Führt das zu mehr höherer Mitarbeiterbindung, mehr Compliance, mehr Zusammenarbeit, weniger HR-Support oder was weiß ich? Wir müssen versuchen, unseren Impact mit dem Output zu connecten. Auch wenn wir keinen direkten, immer einen direkten, hundertprozentigen, wie heißt das, Link sehen. Wir müssen versuchen, diesen Link zu machen. Sonst können wir unseren Wert nicht finden. Und ich glaube, die Herausforderung, die wir haben, nicht nur wir in der Kommunikationsabteilung, sondern auch viele andere in der jetzigen Organisation, ist, dass wir sehr viel Silo-Denken immer noch haben. Wir sind manchmal ein bisschen selbstzufrieden. Selbstzufriedenheit so verstanden, dass wenn unser Chef zufrieden mit uns ist, sind wir auch zufrieden. Und manchmal müssen wir auch manchmal uns anschauen und gucken, ob wir die richtigen Fähigkeiten noch besitzen, um dieses hier zu machen. Wir haben viele Möglichkeiten. Also ich glaube, wir können und müssen auch mit neuen Technologien alle verbinden, nicht erreichen, weil verbinden ist wichtig, weil wir möchten gerne, dass man miteinander
kommunizieren kann, sondern und nicht, dass wir alles produzieren müssen. Deswegen auch, wir können mit guter Kommunikation, aber auch mit Moderation die Employee Experience und Leidenschaft in der Organisation stärken und damit können wir dann einen ganz wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung leisten. Gut, die letzten 3 Minuten komme ich darauf zu sprechen über die Jobs to be done. Zurück zum Employee Experience Überblick. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, Staffbase hat selbst so ein gutes Beispiel über Onboarding zum Beispiel. Das brauche ich auch oft, denn ich habe eigentlich einen richtigen Case auch in Dänemark gesehen, wo man praktisch mit guter Kommunikation in der Onboarding-Phase den Verkauf und die Kundenberatung stärken kann im Filialnetz. Hört sich total unmittelbar total blöd an. Ich meine, viele fragen mich, ja, was haben wir denn damit zu tun? Naja, wenn man das Mindset hat, dann kann man da ein Communication Moment oder ein Moment that matter für die interne Kommunikation praktisch finden. Und ich habe mir ein bisschen überlegt, was könnte das eigentlich, was könnten das für Moments that matter eigentlich sein, die vielleicht die Employee Experience heben könnte, aber auch den Impact eigentlich, den Unternehmensimpact eigentlich verbessern können. Da sind einige Beispiele hier. Es könnte sein, dass das Procurement Department eine Herausforderung mit Compliance hat. Das heißt, wir kaufen falsch ein. Es könnte sein, dass das Service Center braucht viel zu viel Zeit, um Fragen zu beantworten, die das Internet eigentlich beantworten sollte. Unsere Führungskräfte genießen ein geringes Vertrauen in der Organisation. Ja, das könnte vielleicht ein TED-Talk sein, was weiß ich. Die Kundenberatung im Filialnetz muss verbessert werden. Könnte eine Herausforderung sein für ein Unternehmen mit einem großen Filialnetz. Da können wir auch ansetzen. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Und ich glaube, für die interne Kommunikation ist es nicht nur eine Frage, die Führungskräfte zu fragen, sondern auch wieder zurück, back to the floor zu gehen, um herauszufinden, ja, wenn die das sagen, wenn die Kundenberatung im Filialnetz verbessert werden muss, was ist eigentlich los? Also was braucht der Mitarbeiter eigentlich? Das ist für mich eigentlich eine Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, um herauszufinden, ja, was braucht es und wo könnte ein Communication Moment sozusagen sein? Das, was ich damals gemacht habe in ALA und was ich eigentlich sehr gut fand und was uns eigentlich weitergeholfen hat, war eigentlich herauszufinden, was sind das für Aufgaben, die jetzt wichtig sind für uns zu lösen in der internen Kommunikationsabteilung. Und ich habe so aufgeteilt, dass wir auf der einen Seite eine Opportunity to inspire to action hatten und auf der anderen Seite, was strategisch wichtig war. Und dann haben wir einfach praktisch mit Zetteln auf die Wand gepackt, was ist jetzt eigentlich wichtig und wo verschwenden wir eigentlich unsere Zeit, wo gibt es keinen Mehrwert? Und das kann ich euch wärmstens empfehlen, denn das gibt eine große Einsicht und einen guten Dialog darüber, ja, was sollen wir eigentlich machen und was sollen wir eigentlich weniger machen? Und letztlich geht es darum, dann mit dem Management darüber zu sprechen, ja, was ist eure Unternehmensstrategie? Erzähl mir von deinen Herausforderungen und ich komme zurück und erkläre dir, wo ich dir helfen kann. Und erkläre dir, warum hast du gesagt, dass es wichtig war? Was können wir tun? Und wie genau würden wir das machen? Und welches Business Outcome, welchen Effekt, glauben wir, hat das eigentlich auf deine Ziele? Und letztlich geht es darum, nicht auf Veränderungen zu warten, sondern es einfach tun. Ich glaube, wir müssen viel mehr raus aus dem Headquarter gehen, also wenn wir wieder rein dürfen. Und dann Networking, Dialoge suchen, um diese Moments that Matters zu finden, unsere Strategie, unsere Aufgabenkanäle und den Zugang einfach prüfen und dann immer wieder Mut zeigen und immer wieder experimentieren. Experimentieren ist für mich hier eigentlich ein Schlüssel. Neue Sachen immer ausprobieren, weil das ist eigentlich das Einzige, was heute schon noch funktioniert. Messen, Feedback bekommen und immer wieder lernen und immer wieder verbessern. Und wie gesagt, letzter Slide jetzt. Ich glaube, wartet nicht auf die Veränderungen von oben. Wir müssen auch akzeptieren, dass die Executives, die wissen nicht immer alles. Wir können der Vermittler sein zwischen Mitarbeiter und Führungskräfte, um Verständnis zu schaffen und die Probleme eigentlich im richtigen Kontext darzustellen und die dann letztendlich auch dafür sorgen, dass man das zusammen löst. Das war's. 20 Minuten. Jetzt haben wir die interne Kommunikationsaufgaben sozusagen gelöst. Vielen, vielen Dank, Jonas, für den Einstieg. Ich habe noch eine Frage an dich aus dem Publikum, und zwar, wie genau kann man den Outcome und den Impact in der Organisation dann messen? Hast du da Vorschläge?
Ja, es ist, ich würde sagen, es gibt ja dafür keine generelle sozusagen Antwort. Es geht immer von Sache zu Sache. Und ich glaube, dass das Beste, die beste Erfahrung, die ich habe, ist, dass das Outcome wird eigentlich zusammen mit der Abteilung, die man jetzt unterstützt, eigentlich irgendwie ausgemacht. Das heißt, was möchten wir erreichen und wie können wir, wie messen wir das letztendlich? Das ist nicht etwas, es gibt da keine, es gibt da keine, oh, es gibt da keine richtige oder falsche Antwort sozusagen. Das wird in der Zusammenarbeit dann erstellt. Ja, ist auch immer sehr abhängig nach Organisation, wie man das macht, ne? Ja. Super, dann sage ich vielen, vielen Dank an alle Leute, die jetzt noch Fragen haben, die offen sind. Gerne Jonas auf LinkedIn kontaktieren oder an mich oder meine Kollegin Jenny einfach eine E-Mail schreiben. Wir leiten die Fragen auch weiter. Danke, Alles Jonas. klar. Bis dann. Tschüss. Ciao.